Hallo Hessen, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Hause wieder mit dabei sind, denn wir haben tolle Themen und zwar diese hier heute. Loriot mit Hessen-Touch, der Mundartschauspieler Thorsten Scholleck ist bei uns zu Gast. Da freuen wir uns sehr drauf. Und Gutes für die Hüfte. Wir zeigen, was Sie bei Problemen machen können und wie Sie Schmerzen vorbeugen. Ja, und jetzt ist er da, Thorsten Scholleck. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind vom Mundarttheater Neu-Isenburg. Und das heißt natürlich, da wird hessisch gebabbelt, gell? Ja, hessisch gebabbelt, das ist so ein Oberbegriff. Also wir verstehen uns nicht als Dialektbühne, wo es nur darum geht, dass einfach alles verbämbelt wird, sondern wir sehen das hessisch als eine Art Requisit, weil es ja natürlich, je nachdem wie stark es ausgeprägt ist, jede einzelne gesellschaftliche Schicht klassifiziert. Aber es ist schon bei Ihnen, es ist so Bonheimer Platt, ne? Oder variieren Sie dann auch? Weil ich meine, wir wissen ja, in Hessen haben wir hier das eine, da das andere. In der Wetterau wird wieder anders gesprochen und so. Gehen Sie da irgendwie drauf ein, oder? Also grundlegend sage ich immer, auch wenn es die Frankfurter nicht gern hören wollen, dass wir hier gar kein Hessisch sprechen. Das ist Fränkisch, wie die Stadt Frankfurt schon sagt. Wir sprechen in Frankfurt Main-Fränkisch, wie man in Mainz Rhein-Fränkisch spricht oder in Hunsrück-Mosel-Fränkisch und Aschaffenburg-Unterfränkisch. Und das Hessisch, was im literarischen Sinne Hessisch ist, das fängt irgendwo bei Friedberg Giesen an. Und das, was ich spreche, ist in Bannheim groß geworden, das ist dieses Bannheimer Platt. Was aber auch, das sind Regionalismen, das sind so Satzmelodien, die man vielleicht raushören kann, wenn man Ahnung hat. Jetzt gibt es Theater ja schon seit über 20 Jahren. War das denn immer schon klar, dass auf jeden Fall Dialekt mit drin sein muss? Oder gab es auch mal die Überlegung, ach, wir können ja auch Hochdeutsch machen? Naja, die Wortwahl Mundarttheater impliziert ja von vornherein, dass der Dialekt eine Rolle spielen sollte, aber nicht als reines Mittel zum Zweck. Also. Aber das war von Anfang an klar, dass es Mundarttheater sein soll. Das war von Anfang an klar. Wenn ich manche Produktionen sehe, egal von welchen Bühnen oder Fernsehproduktionen, ob das auch hier ein Tatort ist oder sowas, mal reingucke, da frage ich mich manchmal, würden diese Menschen, die da gezeigt werden, im wirklichen Leben so Hochdeutsch sprechen? Und ich behaupte, nee, im Leben nicht. Gerade in den ganzen Krimis, wo wir eine gewisse gesellschaftliche Schicht sehen, wäre es für mich dringend notwendig, dass die authentischer wirken, die Personen. Ich finde es manchmal sehr aufgesetzt, wenn sie kein Dialekt sprechen. Das heißt, Sie würden sich schon auch wünschen, dass das ein bisschen mehr sich, also dass jedes Bundesland auch da ein bisschen mehr drauf setzt, um auch eine Eigenart zu haben und dass dann Tatort ist dann ja eben bundesweit, egal wo wir dann sind, dass man auch mehr von der Region wirklich mitkriegt. Ja, natürlich, ist ja kein Gegensatz. Also ich kenne überall in Deutschland Leute, die immer noch die Familie Hesselbach kennen und gucken. Und das ist eine Druckereifamilie, eine Verlagsfamilie mit Druckern und Sekretärinnen. Und das wären ja alles Menschen, die im wirklichen Leben eben nicht Hochdeutsch sprechen würden. Das hat schon so seine Richtigkeit. Die können auch Schwäbisch, die können auch einen anderen Dialekt sprechen. Tatsache ist, sie sprechen im wirklichen Leben nicht so wie der Tagesschausprecher. Das stimmt und das ist ja auch ganz gut so. Wie komisch wäre das, wenn alle so ganz gestelzt und ordentlich sprechen würde. Seit 20 Jahren, wie viele Stücke gibt es? Können Sie überhaupt noch zählen? Also wir produzieren im Schnitt inklusive Neujahrskonzert im Jahr 4 bis 5 Produktionen, wobei natürlich einige wiederkommen. Also du hast so Blockbuster wie My Fair Lisbeth, die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. So, die kommen in regelmäßigen Abständen wieder und die kannst du dann natürlich nicht mitzählen. Aber ich würde mal sagen, so 20 mal 3 bis 4 ist die Ausbeute von uns bis jetzt. Dann wollen wir uns doch mal einen kleinen Ausschnitt angucken. Jetzt haben wir so viel gesprochen, jetzt wollen wir natürlich auch was sehen. Und zwar aus Ein Bembel voll Spaß. Das wird auch gespielt am Wochenende, Freitag, Samstag, 19.30 Uhr in der Hugenottenhalle in Neu-Isenburg. Und ja, so ungefähr sieht's aus. Meine Damen und Herren, rufen Sie jetzt die 0666-4711 und kaufen Sie das einmalige Effekt-Konzert. Mit etwas Glück und Salz und viel Pfeffer erziele ich manchmal völlig ungeahnte. Ist denn verlassen, was man auch schmeckt? Denn die Hauptsache ist der Effekt. Seit wann gibt's das? Wir haben mit Bembel for Christmas 2010 angefangen und das ist so eingeschlagen, das ist sowas ähnlich wie ein blauer Bock, nur ein bisschen moderner.
und dass wir dann auch in Bembel voll Spaß, das ist dann die Variante außerhalb Weihnachten, und einmal im Jahr ein Sommer Open Air mit großem Orchester namens ein Bembel voll Musik gemacht haben. Und es ist momentan die erfolgreichste Produktion von uns. Der Blaue Bock, war das was, was Sie dann auch geguckt haben auf jeden Fall? Ja, das war ja saubere Samstagabendunterhaltung. Also das, ich bin ja wahrscheinlich noch so die letzte Generation, die so Samstagabend coolen Kampf und auf Los geht's los, Blicky Fuchsberger und Wetten, das noch mit Frank Elstner und so auch vier oder fünfmal im Jahr der Blaue Bock. Mhm. Wie geht's Ihnen denn dann damit? Also fehlt das? Also würden Sie sich wünschen, wir würden mehr davon immer noch weiterziehen und weiterentwickeln, aber trotzdem was davon beibehalten? Also ich finde speziell, dass der Hessische Rundfunk die letzten 20 Jahre wenig Augenmerk auf Urbanes gelegt hat. Also diese Größen wie Heinz Schenk, Frank Lehmann, die in hessischer Mundart auch einfach mal die Börsennachrichten gebracht haben. Mhm. Das fehlt mir schon sehr. Also ich finde, wenn es die Medien nicht transportieren, wer soll es denn sonst transportieren? Also das könnte gern wiederkommen. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen Zeitgeist,